Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AEN Castaway Challenge. Ja, ihr seht zum ersten Mal hier meine Welt von Willow Creek. Ja, da stehen ziemlich viele Häuser rum und Bücherei, Fitnessstudio, ein Restaurant, eine Bowlingbahn. Das ist noch das Starterhaus, was da stand. Das habe ich mal umgebaut. Dann habe ich ja mal Old Southern House, was ich gebaut habe. Dann habe ich natürlich dann hier dieses Spukhaus von EA. Dann habe ich hier ein Haus, was ich gebaut habe. Hier, die habe ich umgebaut, innen drin eingerichtet. Die sind, glaube ich, von Schnuck. Hab einen Park platziert, den Flamingo Park von der lieben Elfe vom Meer, von dem Kanal Die Sims sucht dies Jahr. Das habe ich, glaube ich, auch mal gebaut. Also so sind hier einige Häuser. Die ich selbst gemacht habe. Ja, es geht weiter mit dem Spiel. Die liebe Elfe vom Meer hat die neue Regel rausgebracht. Und zwar hieß es, dass die zwei, diese Partner, diese, was in Frage gekommen wären, was sie nicht gewählt hat, und ihr Herzblatt, dass die quasi in einer Ortschaft wohnen, wo doch ein Park in der Nähe ist. Das habe ich gemacht. Ich habe den Herrn Dienstag jetzt hierhin ziehen lassen. Und die drei anderen, wo sie nicht gewählt hat, die wohnen jetzt hier drin in diesem Haus und hier ist ein Park. Die, wo ihr Herzblatt nicht gefunden haben, da darf die Enya jetzt hier hinreisen zu dem Park und darf hier ein bisschen rumlaufen, aber sie darf nicht an die Häuser klopfen, um ihr Herzblatt zu finden. Ja, so ist das, geht es jetzt weiter. Und wir gehen natürlich nach Sulani. So, hier sind wir. Da wohnt ja meine Enya. Ja, das sind auch Häuser, was ich mal gemacht habe. Ne? Restaurant nicht. Das ist kam von, ich weiß es jetzt gar nicht, Stabilo-Tom oder von irgendjemand, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sollen jetzt rund um unsere Insel hier alles sauber halten. Das ist jetzt unsere Aufgabe, denn ich oder beziehungsweise Enya hat ihr Herzblatt ja gefunden. Und deswegen betrifft mich das nicht mit der Welt, aber die anderen musste ich auch platzieren und das habe ich jetzt somit getan. Und deswegen starten wir jetzt mit Enya. Also bis gleich. Ja, hier haben wir aufgehört. Enya steht hier und begutachtet wieder ihren Garten. Und ich sage jetzt einfach mal, sie soll natürlich jetzt wieder ihren Mega-Verkauf machen. Oh, und es glitzert. Oh, Leute, und es glitzert. Wir können alles weiterentwickeln. Oh, die war auch zum Weiterentwickeln. Hallo? Nochmal. Noch mehr. Oh, wie schön. Und sie wird natürlich gleich wieder angegriffen. Das finde ich jetzt wieder nicht nett, liebe Bienchen. Honig verkaufen. Noch was? Oh mein Gott. Unser Garten, den können wir echt. Ja, mit jedem Mal weiterentwickeln gibt es natürlich mehr, ne? Sind die mehr wert? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also finde ich gar nicht mal so übel. Weiterentwickeln und hier Mega-Verkauf bitte einmal machen. Liebe Enya. Hat das geklappt? Jawohl. Dann schauen wir doch mal. Die sind natürlich nix. Wir werden hier die Falle leeren. Ja, vielleicht sind die auf der anderen Seite auch. Und dann fangen wir an, mal unseren Müll hier wegzumachen. Wir haben Casting um 19 Uhr. Okay, da schauen wir, dass wir das schaffen. So, dann darfst du gleich mal präparieren wieder. Und dann schauen wir hier nach den Fallen. Da geht es dann weiter. Ja, und da ist schon der erste Müll im Wasser, was wir dann nachher gleich beseitigen werden. Jo, das machen wir. Und dann leer doch mal diese Falle und guck's bitte nicht wieder nur an. Ich hab's befürchtet. Ich hab's echt befürchtet. Leer doch diese Falle. Nee, 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 nee. Falle leeren. Geht doch. Falle leeren. Ja, wir werden immer reicher. Wir haben schon echt gut viel Simoleons. Oh, du sollst leeren. Echt jetzt. Die geht mir auf den Keks. Die geht mir auf den Keks. Ja, Falle präparieren. So, hier. Und
Aufräumen, aufräumen. Haben wir eigentlich unser Schiff, wo hier gewesen ist? Das ist irgendwie weg. Seht ihr das auch? War das unseres? Nö. Unser Boot ist weg. Wo ist denn unser Boot hin? Ach, das hat sie im Inventar. Okay, dann habe ich mal nichts gesagt. Okay, wir verkaufen mal das. Wir verkaufen mal das. Vielleicht sammeln wir mal. So, haben wir jetzt eine Kuh? Pflanze. Echt jetzt? Die will ich gar nicht. Die tun wir gleich mal weg hier. Ja, mach mal sauber. Hier rundrum. Das dann auch noch. Ja, jetzt haben wir echt viel Arbeit hier. Da liegt auch noch was. Das mache ich jetzt einfach mal mit, denn das sieht echt schmuddelig auf. Also wir räumen auf der Insel richtig auf. Wir wollen nämlich keinen Dreckhaufen hier haben. Da ist auch noch. Also wir müssen echt hier alles säubern. Das sieht doch echt eklig aus, wenn hier alles so dreckig ist. Igidigidigat. Und hier, schaut mal, das machen wir auch weg. Das ist nämlich echt übel, so viel Dreck hier zu haben. Echt jetzt, bist du blöde? Steckt es dann wieder ins Inventar? Das geht ja gar nicht. Ja, da steckt sie. Da steckt sie, ja, da hat sie jetzt einen Müllhaufen drin im Inventar. Da müssen wir echt mal gucken. Und Hunger hat sie. Oh, haben wir da noch was? Oh, wir haben noch hier Erdbeeren. Erdbeeren essen, Salbei essen, Petersilie essen und ein Pilz essen. Das hilft vielleicht gegen den Hunger. Das hat sie schon eingeschoben ins Inventar. Sehe ich das richtig? Okay, im Inventar platzieren. Also die Müllhaufen sind weg. Dann machen wir den dann auch noch weg. Ja, einfach mal hier ein bisschen schneller, aber nur ein kleines bisschen. Ja, die sammelt das hier alles in ihrem Inventar. Können wir da mal was ernten? Taros ernten. Cool. Wir können ernten. Das machen wir dann auch. Ja, und dann können wir das mal. Ich bin mal so frei und entsorge ihr das. Was ist das? Papageienfisch. Wo kommt denn der jetzt her? Nee, 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 nee. Du sollst nicht schwimmen. Süße Maus. Jetzt mach ich mal hier Pause. Wir müssen doch noch den Müll hier wegmachen. Echt, geht doch gar nicht. Guck mal. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Und Abmarsch. Komm, renn mal hierher. Wir wollen hier alles sauber machen. Und ich hätte gern ein Bild davon. Mein Gott, das sieht ja echt eklig aus, das Zeug, oder? Was meint ihr? Also schön sieht's auf jeden Fall mal nicht aus. Ja, sie ist etwas angespannt. Zumindest sieht sie auch nicht sehr glücklich aus da drüber, ne? Also, es gefällt ihr gar nicht, diese Arbeit zu machen, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Nee, aufräumen. Also sie sind gar nicht weg. Wir müssen das echt noch weitermachen. Mal gucken, ob das jetzt dann auch verschwindet. Aha, da kommt also ein Umweltschützer. Warte mal, vielleicht können wir mit dem. Okay, wir schwärmen jetzt mal von Natur. Und vielleicht können wir sagen, nee, wir wollen keine Runde bilden. Gruppen. Gemein. Aktionen. Nee, nee, nee. Nee. Wieso kann ich den jetzt nicht anheißen, dass er das da wegbringen soll? Okay, dann schwärm doch einfach mal von Natur und
Eigentlich hätte ich gern, dass sie dem sagt, dass er, freundlich. Können wir ihm denn jetzt nicht sagen, dass er hier mal mithelfen soll? Okay. Also es geht irgendwie nicht weg. Warum auch immer das nicht weggeht, ich habe keinen Plan. Aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Hier hingehen. Ich denke, sie muss jetzt auch zurück, weil nämlich das Casting dann beginnt. Muss sie denn? Ernsthaft, du gehst jetzt da ganz außen rum. Jetzt ist sie beim Casting. Oder auch nicht. Jetzt begeigt sie es, weil sie natürlich nicht zum Casting geht. Oh doch, sie schafft es vielleicht noch gerade so. Okay. Casting bestanden. In Ordnung. Dann platziert es mal im Inventar. Jetzt haben wir schon wieder so spät abends. Und wir können schon wieder weiterentwickeln. Leute, ist das ein Bug oder was ist das? So oft kann man doch keine Pflanze weiterentwickeln. Das funktioniert doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Das war's jetzt, oder? Glitzert jetzt nicht noch mehr. Nee, jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's echt gut aus. Milbenmittel anwenden, Bienenwachs sammeln und Honig verkaufen. Okay, und dann muss sie aufs Klo. Das wird sie dann auf alle Fälle auch machen, bevor sie nämlich hier in die Hose pinkelt. Das wollen wir gar nicht. Und dann müssen wir mal schauen, was sie dazu alles braucht. Schauspielfähigkeit erhöhen, Fitnessfähigkeit erhöhen und mit Filmpartner anfreunden. Oh je, jetzt müssen wir die dann einladen. Okay, das machen wir dann. Aber erst am nächsten Tag, denn unser Auftritt ist erst am Dienstag. Das heißt, wir haben noch den ganzen Montag. Das können wir machen. Jetzt wird sie wieder gestochen. So, mach mal hin jetzt. Hier. Ich mache mal kurz Pause und platziere mal unser komisches Schiffchen da wieder. So, Schiffchen platziert. Enya, noch auf Toilette? Sehr schön. Genau, dann geh mal Hände waschen und dann kannst du hier, wir haben noch einen Spiegel, dann kannst du hier mal Schauspiel und üben. Dann haben wir das schon mal weg, das wäre doch mal was. Hochzeitsmeldung, wir wollen hier keine Hochzeitsmeldung haben. Okay, sie guckt jetzt wieder, wie sie immer rumzappelt. Ich finde das voll cool, dass man die so cool im Spiegel sieht. Ach, nur 25% erledigt. Okay, weiter geht's. Bla 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 bla. Alles gut. 75%. Abgeschlossen. Okay. Süße Maus, weißt du was? Geh mal bitte jetzt ins Bett. Was war das? Wegen dem kleinen Haus? Ja, ich mach das ja noch. Du kriegst bald kein Mini-Haus mehr. Oh mein Gott. Beschwert sie sich. Jetzt findet sie das gar nicht gut, dass er so ein Mini-Haus hat. Guten Morgen. Ja, was willst denn du jetzt malen? Nein, wir malen nicht. Wir malen nicht. Wir haben hier ganz viel Arbeit vor uns. Oh, sieht es nicht schön aus? Also ich finde es schön. Das hat doch was. Mit den Bienchen da so dran. Wunderbar, perfekt. Es hat funktioniert. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Und schon wieder ist. Nee, 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 doch. Hier. Müll. Aufräumen. Und hier. Aufräumen. Ja, die ganze Sache fängt wieder von vorne an, dass wir das alles wegräumen müssen. Oh mein Gott. Das heißt, jeden Tag müssen wir jetzt hier um die Insel alles sauber machen und da hinten kommen wir gar nicht hin, was mich echt nervt.
dass dieser Mist nicht geht. So, wenn sie das aufgeräumt hätte, zumal die zwei Sachen, werden wir unsere Filmpartner einladen. Das müssen wir auf alle Fälle auch tun. Der hat uns die Post gebracht. Okay. In der Badehose. Oh ja, was machst du jetzt? Stricken! Nein! Rechnung bezahlen, bitte. So. Wo hatten die jetzt gestrickt? Die war wassernatt gestrickt. Oh, die ist doch echt mal nicht ganz dicht. Dann ins Schwimmen gehen und dann stricken. Das funktioniert nicht. So, hast du den zweiten Dreckhaufen da jetzt auch weggemacht? Geh mal was essen. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist keiner mehr. Da ist auch keiner. Sieht gut aus. Oh. Okay, jetzt soll sie was essen und dann werden wir unsere Filmpartner einladen. Ja. Klappt das bei dir mit dem Essen? Ja, sehr schön, dass du das auch aufräumst. Oh nee, echt jetzt? Verdorbenes Essen aussortieren gibt's doch nicht. Warum verdirbt das jetzt immer alles? Vielleicht brauchen wir doch mal einen anderen Kühlschrank. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. So, können wir jetzt Regisseur und Filmpartner einladen. Jo, das machen wir. Und mal doch jetzt nicht. Echt, wir haben doch jetzt wirklich mal was Besseres zu tun. Enya, du machst mich echt fix und fertig hier. Pina, warum bist du so dick? So. Pina befehlen zu putzen. Reinbitten. Über Träume reden. Kommen die anderen auch noch? Da sind sie. Sind das unsere Filmpartner? Ja, das sieht gut aus. Tag verschönern. Ja, wir müssen gucken, dass wir das hier schaffen. Und dann mit ihm vielleicht. Können wir mit ihm neue Erfindungen beschreiben? Genau, kommt doch mal alle her. Hey, das ist echt. Du empfängst die echt in Badeklamotten? Nee. Nee. Es ist ja alles recht gut und schön, aber hier, bitte, mach mal. Nee, wir wollen jetzt auch nicht mit Geschicklichkeit prahlen. Wir wollen doch einfach nur hier bisschen fesselnde Geschichte erzählen. Wir müssen einfach hier ein bisschen plaudern, damit wir das abschließen können. Mehr Auswahl, was kann man denn da machen? Freundlich auf alle Fälle. Oh. Echt jetzt? Hier. Wie, was machen wir denn bei dir? Kennenlernen. Das kriegen wir doch hin. Ja, wir haben es eher mit den Frauen, ne? Über Gourmetspeisen reden. Mit Frauen kann man gut über Kochen reden, ja. Genau. So, 75% erledigt. Das ist doch schon mal was. Und dann müssen wir hier echt leicht Sit-ups machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir auch noch Sport machen. Oder wir gehen ins Fitnessstudio, das können wir auch tun. Ja, dann reisen wir ins Fitnessstudio und machen dann da noch ein bisschen. Oh, komm. Haben wir jetzt mal die 100%, dass wir das erledigt haben. Ich will doch nur das Zeug schaffen. Enya, kannst du hier noch mal nach Musikgeschmack fragen? Du musst dich ja nur anfreunden hier ein bisschen unterhalten, nach Hobbys fragen. Oh, Ingo, jetzt geht's gerade nicht. Wir haben gerade unsere BIM-Partner hier und da müssen wir jetzt einfach für die Arbeit auch ein bisschen was erledigen. Abgeschlossen. Okay, dann würde ich sagen, Leutis, was macht denn die? Die putzt. Könntest du mal jetzt nach Hause gehen? Wo ist der andere Vogel hin?
Oh, die Farbe hat auch geheiratet. Viele, viele, die geheiratet haben. Ja. Was war jetzt gerade da gestanden mit den dreien hier? Habt ihr das gesehen? Ich habe die doch vorhin erst hier rein platziert und jetzt haben die schon geheiratet. Dieser Mike Mittwoch und Angela Frohmann. Und der Derek Donnerstag hat auch gleich geheiratet. Die Serena Bamra und der Derek Donnerstag. Unglaublich. Unglaublich. Die heiraten einfach, obwohl ich sie gerade erst ins Spiel getan habe. Es gibt's doch nicht. Wie gut, dass wir unseren Herzblatt schon haben. Ach, da ist ja der. Dich wollte ich auch wegschicken und tschüss. Und dich schicke ich jetzt auch nach Hause, denn wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Und hallo? Wir können nichts machen. Wirklich gar nichts machen. Können wir hier vielleicht dann trainieren? Body Shape Video. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh nee, das funktioniert nicht. Können wir hier vielleicht trainieren? Das da machen? Auch nicht. Okay. Das war's wohl mit meiner tollen Idee. Das heißt, wir gehen schwimmen. Das ist das Einzige, was jetzt noch geht. Und dann werden wir uns wieder dem Müll widmen. Ja, aber ich möchte es gern abschließen, damit wir dann wirklich einen guten Auftritt hinlegen können. Das wäre mir jetzt so wirklich noch wichtig. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Wir müssen hier jetzt herumschwimmen und ich möchte das schaffen. Jawohl, jetzt muss ich schon wieder pieseln. Dann mach mal. Geh pieseln. Ich mache jetzt das hier ein bisschen schneller. Dann muss sie essen. Okay, dann ist noch was. Mädchen. Und es sieht echt komisch aus hier. Was hat sie jetzt gemacht mit dem Klo? Okay, aber ich möchte, dass du jetzt aufräumst. Ja, ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich. So. Ja, sorry, dass ich so schnell mache, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach erledigen möchte. Und dazu gehört der Mischauto dazu. Und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, die Mischte hier. Oh, okay. Nächste. Jetzt hat es funktioniert. Okay. Mit Missetat konfrontieren. Echt jetzt? Wasser hat ein gebrochenes Herz. Das ist uns eigentlich total egal. Rainik Womberg. Bevamoy Nargi. Algariz Braniqua. Nett bitten zu gehen. Lemme cheese zinks. Ja, geh. Und nochmal mit Missetat konfrontieren. Wenn du nicht willst, du, das mache ich jetzt ganz oft, bis du es einsiehst, dass das ein Kack ist. Okay. Kommt hierher und macht Dreck. Jetzt müssen wir gucken, wo der hier Dreck gemacht hat. Das geht gar nicht. Wir wollen doch eine saubere Insel haben. Und da gehört es halt einfach dazu, ne? Oh nee, ernsthaft, jetzt geht es schon wieder nicht. Komm, wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Ja, geschafft. Es ist weg, es ist weg, es ist weg. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo der Idiot hier Dreck gemacht hat. Ja, hier ist auch etwas komisch gelblich. Wieso haben wir so einen komischen Schein da? Das geht mir auch auf den Keks. Das möchte ich auch nicht. Aber komm doch einfach mal wieder zurück. Denn es wird auch Zeit fürs Bett.
Oh, Falle präparieren. Falle präparieren. Falle leeren. Wann haben wir denn unser Casting? Um 9 Uhr. Das heißt, wenn sie jetzt zurück ist und die Falle präpariert hat, dann wird sie einfach mal ins Bett gehen. Oh, Fitnesslevel Fähigkeit 6 erreicht. Klasse. Dann geh mal hier auf den Weg zum ins Bett. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit unserer lieben Enya. Hallo, wo bist du? Du kommst jetzt wieder über den Hintereingang rein. Oh, du bist echt bescheuert. Unglaublich, unglaublich. Ja, sie wird jetzt ins Bett gehen und ja, damit wir nächstes Mal schön fröhlich weitermachen können. Das Casting, nicht das Casting, einen Auftritt machen, wieder rund um die Insel alles sauber halten und dann, wenn unser Herr Dienstag anruft, werden wir auf alle Fälle mit ihm auch nochmal weggehen. Das ist so jetzt mal der Plan, was ich vorhab. Und dann schauen wir einfach mal, wenn ich dann diese Woche fertig gemacht habe, was dann noch die liebe Elfe für uns noch hat, die, wo wir das spielen, wie es dann weitergeht. Ich werde wie immer unten in der Videobeschreibung die Regeln verlinken, also ihren Kanal, wo man die Startregel findet. Und da könnt ihr das dann bei ihr auch anschauen. Dann findet ihr auch noch unten in der Videobeschreibung noch viele liebe andere YouTuber von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch gern dürft ihr bei ihnen vorbeischauen. Und wenn ihr das tut, würde es mich freuen, wenn ihr da kurzes Kommentar hinterlasst unter irgendeinem Video von ihnen und ein bisschen Liebe da lasst. Discord-Server findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Auch da seid ihr recht herzlich eingeladen, jederzeit drauf zu joinen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen, schönen Tag. Je nachdem, wann ihr dieses Video natürlich anschaut, morgens, mittags oder abends. Falls ihr es abends anschaut, dann wünsche ich euch noch einen schönen, tollen Abend. Wir sehen uns oder hören uns wieder das nächste Mal, wenn es wieder weitergeht mit Enya. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und vielleicht ein Abo, falls ihr noch keins habt. Jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.